Aber dann gebe ich jetzt weiter an Herrn Toussaint. Wie gesagt, Geschäftsführer der Global City Gruppe, unter anderem spezialisiert auch auf das Thema Online-Betrugsprävention. Glaube, von bis werden sich wahrscheinlich auch nochmal gleich vorstellen, von kleineren Unternehmen, wo es, sagen wir mal, noch sehr viel händisch auch in der Transaktion ist, bis hin zu größeren Global Playern, die dann auch viele Warensysteme haben und dann am Ende viel auch auf KI vielleicht so als Stichwort setzen, um eben da auch ja, die Analysen durchzuführen und zu sagen, vielleicht auch in Echtzeit zu analysieren, ist das jetzt ein Betrugsfall oder nicht. Wir freuen uns darauf, dass Sie uns da die Spannbreite einmal zeigen und vielleicht auch ein bisschen was Konkretes zum Mitnehmen heute Abend haben, wie ich mich denn selber vor Betrug schützen kann im Onlinehandel und dass das alles dann nachher auch weiterhin so eine Erfolgsgeschichte ist wie bei den Bleiwaren von Herrn Grimme. Herr Toussaint, Ihr Mikrofon. Ja, vielen Dank, Herr Hüppe. Herzlich willkommen erstmal. Ich würde jetzt auch einmal umswitchen, muss ganz kurz hier, hoffe, dass die Technik hier mitspielt. So, Sie müssten jetzt meine Folien sehen, die Startfolie. Und zwar geht es heute um die effektive Betrugsprävention im Onlinehandel, wo wir gerne ein bisschen genauer darauf eingehen wollen. Ich muss mal hier kurz schauen. Eben gerade hat es gut funktioniert. Jetzt sehen wir hier so ein paar Probleme. So, ganz kurz zu uns. Wir als Global City haben uns 2015 gegründet, bringen allerdings, ja, ich sage jetzt mal, 20 Jahre Erfahrung aus renommierten Beratungshäusern mit, sind da ja mit unseren Geschäftsbereichen Consulting und Digital relativ breit aufgestellt und haben den Fokus schon darauf, mit unseren Kunden ja, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit individuelle Lösungen zu schaffen. Stand heute sind wir 66 Mitarbeiter und verteilt auf 5 Standorte, wobei 3 Standorte primär in Deutschland mit Hannover, Berlin und Braunschweig sind und wir noch 2 Nearshore-Zentren in Pristina im Kosovo und in Tirana in Albanien haben. Neben mir werden heute noch Frau Liu dabei sein, unsere Senior-Fraud-Expertin. Und Herr Singer, unser Senior Solutions Architect, gerade mit Blick auf künstliche Intelligenz. Aber ich würde sagen, da kommen wir später noch mal ein bisschen konkreter zu. Worüber möchte ich heute berichten oder Ihnen vorstellen? Einmal würde ich noch mal ganz kurz, auch wenn Herr Krack es eben gerade, glaube ich, sehr, sehr treffend auf seinen Folien wiedergegeben hat, noch mal ein paar Daten zum Onlinehandel. Wichtig dann aus unserer Sicht, aus unserem Verständnis, was ist Betrug und wo findet Betrug statt im Onlinehandel? Ich würde gerne noch mal kurz auf die Herausforderung für Sie als Händler im Onlinehandel eingehen und dann ja, unser Verständnis einer effektiven Betrugsprävention im Onlinehandel eingehen und Ihnen vorstellen, Ziele und Nutzen darstellen und abschließend noch mal kurz ja, unser Global City Fraud Cockpit, was Ihnen als Händler bei einer effektiven Betrugsprävention helfen soll. Aber lassen Sie uns ganz kurz starten mit Daten und Fakten zum Betrug im Onlinehandel. Als Einstieg vielleicht noch mal ganz kurz. Herr Krack sagte, es ist ein boomender Markt, Wachstum ohne Ende, sicherlich auch aufgrund der Pandemie. Aber ja, leider Gottes, da wo E-Commerce-Zahlungen stattfinden und etwas online abgewickelt wird, folgen natürlich auch die Betrüger. Das geht so weit, dass letztendlich die Justiz mehr oder weniger überlastet ist. Herr Grimme sagte es auch gerade, Polizei Kloppenburg wusste erstmal gar nicht, womit mache ich jetzt weiter, wo ist der Tatort, geht weiterhin bis. Ja, Datenklau. Aber ich glaube, wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, zeigt es einfach auf, dass es einfach ja, negative Begleiterscheinungen sind, die dieser wachsende Markt mit sich gebracht hat. Wachsende Markt, das richtige Stichwort.
schauen wir mal kurz drauf. Ein erwarteter Umsatz in 2021 bei 84 Milliarden. Wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zahl von Herrn Krack, da haben wir von 2020, glaube ich, waren wir bei 72 auf 74 Milliarden. Das heißt, also nochmal ein Sprung prognostiziert auf 2021. Einher geht natürlich, dass wir ungefähr 2% Betrugsvolumen des Umsatzes haben. Heißt, man erwartet 1,68 Milliarden Umsatzverlust in Deutschland durch Betrug. Das sind aber nicht die wirklichen Verluste, die der Handel einstreichen muss. Es gibt die True Costs of Fraud, also Umsatzverlust durch Betrug, weil wir neben 1 Euro Betrug noch Betrugskosten von 2,13 Euro haben, die dazukommen. Und da möchte ich gerne meine Kollegin Frau Liu kurz mit einbeziehen. Liu, verrate mir mal, wie setzen sich die Betrugskosten von 2,13 Euro zusammen? Vielen Dank, Flo. Also das bedeutet, durch 1 Euro, dass du sie durch Betrug am Umsatz verlieren, natürlich kommen zusätzlich diese 2,13 Euro Kosten. Also die sind zum Beispiel diese erneuerte Sendung von der Ware und gehört ja auch dazu diese Betrugbearbeitungskosten, ja, dass die auch zum Beispiel Strafanzeige an der Polizei abgeben müssen und natürlich auch ihr manueller Aufwand, auch ihr IT-System da für den Ressourceansatz dafür Betrugsprävention ausgeben müssen. Genau. Danke, Liu. Also da zeigt sich einfach, 1 Euro Betrug ist nicht auch 1 Euro Umsatzverlust, sondern die True Costs belaufen sich letztendlich bei 1 Euro auf 3,13 Euro, heißt 5 Milliarden Euro True Costs durch Betrug. Ist schon eine ganze Menge. Wenn man dem entgegen dann nochmal guckt, ein jährliches Umsatzwachstum wird diesen Markt natürlich prognostiziert von 5,35%. Aber ich glaube, das ist schon sehr happig. Aus dieser Sicht, lassen Sie uns ganz kurz schauen, was ist überhaupt Betrug im Onlinehandel? Betrug im Onlinehandel ist letztendlich eine betrügerische Transaktion. Ja, das kann Identitätsbetrug sein, das heißt Missbrauch von Zahlungsmitteln. Letztendlich spiegelt sich Betrug aber in unterschiedlichsten Betrugsarten wider. Da würde ich gerne einen Blick drauf werfen, Liu. Welche Betrugsarten kennt ihr denn in der Praxis? Mhm. Frau Liu ist Liu seit Jahren als Fraud-Expertin am Markt unterwegs. Und gib uns doch mal kurz einen Einblick, was wir da für Betrugsarten kennen. Ich glaube, der eine, dass die eigentlich die meisten Online-Betrug bestehen, ist diese Online-Payment-Fraud. Ne? Das ist mit Zahlungsentwicklung, entweder das gestohlene Kreditkarte oder einfach explizite falsch genommene Nutzerkonto, Namen, E-Mail-Adresse und Co. ist die Waren zu bestellen. Und dann die zweite Art, das kommt immer oft vor, ist diese Account Takeover, diese Kontoübernahme, dass ihr Kundenkonto einfach gehackt wird, übernommen wird, von Betrüger dann bestellt wird. Genau, und Friendly Fraud ist eigentlich von guten Kunden. Das ist jetzt Kleinigkeiten, aber kommen auch manchmal vor, dass sie sagen, ich habe es bestellt, habe ich aber bereut, würde auch nicht auf meine Rückzahlung warten, bis Retour da ist. Ich mache zum Beispiel Kreditkarte Chargeback. Das ist Friendly Fraud. Genau, und Refund Abuse, also dieser Retourmissbrauch, wird auch immer öfters, das erkläre ich Ihnen auch gleich später, ein paar Beispiele, zum Beispiel, dass es von einmal benutzt oder Klamotten schon mal getragen und dann wieder zurückgesendet wird. Genau, und Promotion, das ist quasi dieser Promo-Code, den sie rumschicken. Das ist ja auch durch irgendwelche technische Lücke, dass die bestimmte Coupon noch mehrmals angesetzt wird, um diese Mehr-Orders zu bestätigen. Genau, Reshipping ist auch eine Variante, dass so quasi eine unschuldige Person beauftragt wird, einfach um die bestellte Ware weiter zu verschicken, obwohl der gar nicht bezahlt hat.
Ja, wenn wir uns das gesamt einmal anschauen, ist eine Vielzahl von zumindest 6 Betrugsarten, wovon im Moment der Trend wohl sehr, sehr eindeutig Richtung Identitätsbetrug geht und ja, ich nenne es jetzt mal Versandbetrug, also sprich gerade auch durch die Pandemie getrieben. Versand von Ware, wird sie zugestellt oder nicht, muss sie nur vor die Tür gestellt werden. In dem Zuge, Lou, die unterschiedlichen Betrugsarten verteilen sich ja sicherlich auf die gesamte Wertschöpfungskette des E-Commerce Finance. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, wo wir was finden, vielleicht auch ein Praxisbeispiel, wie sich das gestaltet? Genau. Lass uns mal kurz anschauen. Das ist eine Wertschöpfungskette von sich von E-Commerce Finances. Wie wir sehen, dass diese Account Takeover, so Kontoübernahme und Promotion Code Abuse, das passiert, wenn der Kunde sich anloggt. Ne? Das ist, wenn der Kundenkonto da passiert. Natürlich die Online Payment Fraud, das passiert in der Zahlungsabwicklungsprozess, ne? Payment Processing. Und den Reshipping passiert natürlich nach der Lieferung. Und dann die Friendly Fraud passiert, dass nach die Zahlung angegangen ist. Dass trotzdem können die Kunden Chargeback machen, zum Beispiel zum Zahl der Kreditkarte. Und dann der Retourmissbrauch passiert natürlich in der Wertschöpfungskette von der Retour. Also man sieht ja, dass die Trend, also an diese zwei, genau die zwei Extreme, dass sie eher wieder in die Identität gehen, diese Identitätsübernahme, oder das passiert halt in der Fulfillment-Seite, ne? So in der Lieferung mit Retourenprozesse und Co. Und Rückblick quasi letztes Jahr in der Pandemiezeit. Also wir haben eine Befragung an bestimmte interessante Zahl auch ausgefunden, dass es in einer Befragung im November publiziert wird, dass weltweit Online-Händler wird gefragt wegen die quasi diese Online-Lockdown, diese ein Jahr Lockdown-Zeit, wie sie deren Betrug Situation so war. Das bedeutet zum Beispiel 51% der Händler, die haben bestätigt, dass deren Retourmissbrauch deutlich gestiegen sind. Ja, kann man nachvollziehen durch diese kontaktlose Lieferung. Zum Beispiel, als der Consumer, also der Kunde, muss nicht mal unterschreiben, muss dann persönlich den Wagen empfangen. Und natürlich, man sieht ja auch, die Account-Takeover haben auch schon erwähnt, mit Identitätsdiebstahl, das kommt auch immer öfters vor. Aber insgesamt durch die Pandemie, das wird alle Betrugsarten also deutlich gestiegen. Okay, danke. Schauen wir mal nach dem Betrugsart mal auf die Herausforderungen, die wir im Moment aus unserer Sicht für den Online-Händler sehen. Zentrale Herausforderung für uns aus unserer Sicht besteht einfach darin, wie kann ich mein Geschäft ausbauen und dabei die Kosten für Betrug in den Griff bekommen, während ich aber gleichzeitig das Vertrauen und die Loyalität meiner Kunden stärke. Lou, was ist da genau zu verstehen? Was ist da konkret mit gemeint? Also das aus auch Sie haben Praxis hier. Das bedeutet, klar, werde ich Umsatz für meinen Shop, ne, werde ich mehr Conversion Rate erhöhen, mehr Umsatz schaffen, mehr Umsatz, je besser. Aber wir wissen halt nicht, von wie viel Umsatz, wir wissen halt später, wie viel Umsatz davon eigentlich Betrugsschaden werden. Dann können. Ja, deswegen diese Kostenbetrug muss man auch mal im Griff behalten. Das ist das ständige Ballonspiel. Lass es so viel Umsatz ran, was ist mit den hinter in der Tür, also mit Betrug. Natürlich wird auch ungern meine loyale Kunde, deren Daten gestohlen wird, ja, oder als Betrüger bezeichnet wird. Natürlich muss man auch daran arbeiten, dass diese Vertrauen von der Loyalität meiner Kunden weiter zu stärken. Okay. Jetzt ist natürlich nicht nur der Händler einer zentralen Herausforderung gegenübergestellt, sondern die Betrugsprävention an sich sieht sich natürlich auch diversen Herausforderungen gegenüber. Beispielsweise Fraud im Onlinehandel wird von organisierten kriminellen Netzwerken schon betrieben. Das heißt, es ist nicht, dass jemand morgens aufsteht und der Meinung ist, er will heute mal die Ware nicht zurückschicken oder zurückschicken, aber nicht bezahlen. Es geht darum, dass das wirklich gut organisiert ist. Es gibt unterschiedliche Datenquellen und Datenqualität, die für die Betrugsprävention wichtig ist.
ja, aber auf der anderen Seite einfach unterschiedlichster Form und Güte vorgefunden werden. Jedoch auch Datenschutzbedenken, ja, natürlich, welche Daten kann ich sammeln, welche persönlichen Daten kann ich heranziehen, welche bekomme ich. Gerade Datenschutz, ein großes Thema, glaube ich, im Moment. Aber das, was, glaube ich, sehr herausfordernd auch für die Betrugsprävention ist, sind diese aufkommenden Betrugstrends, die sich ständig immer wieder verändern. Das heißt, Betrugsmuster entwickeln sich fortlaufend weiter. Durch die Veränderung der Betrugsmuster hat die Betrugsprävention natürlich auch immer schwieriger. Allerdings wird dadurch auch deutlich, dass eine effektive Betrugsprävention, wozu wir später noch kommen, unerlässlich ist aus unserer Sicht. Betrugsmuster kommen und gehen, kommen meistens in Wellen, schöpfen es komplett aus, bis ich eine Betrugsart wirklich stoppe. Ja, also bis sie nicht mehr weiter schwimmen kann, diese Welle. Auf der anderen Seite ist Betrug auch wirklich arbeitsteilig geworden. Viele Absprachen im Dark Web, gut organisiert. Und vor allem, ich glaube, Sie als Händler nehmen es sicherlich auch wahr, gibt es Peakzeiten im E-Commerce, wie zum Beispiel Weihnachten, wo es natürlich ja, gehäuft Fraud und Fraud-Versuche gibt. Aber wie jetzt eine effektive Betrugsprävention auf Basis unserer Erfahrungswerte in Zukunft aussehen sollte, das möchte ich Ihnen gerne auf den nächsten Folien ein bisschen genauer vorstellen. Vorab aber aus unserer Sicht eine effektive Betrugsprävention wird durch zwei übergeordnete Ziele eigentlich getrieben, nämlich die Verbesserung der Betrugserkennung und die Sicherstellung der Gewinne. Diese beiden übergeordneten Ziele führen letztendlich dazu, dass durch eine effektive Betrugsprävention auf der einen Seite der Umsatz gesteigert wird, weil sobald ich die Betrugserkennung verbessert habe, reduziere ich natürlich die Umsatzausfälle. Hinzu kommt, ich kann die Conversion Rate verbessern, weil ich durch eine effektive Betrugsprävention sicherstellen kann, dass die guten Kunden kurze Durchlaufzeiten haben und schneller durch ihren Bestellprozess kommen und somit gegebenenfalls auch öfter wieder in meinem Shop bestellen. Ich sorge dafür, Gewinne zu schützen, nämlich durch eine kontinuierliche Anpassung von Regelwerken durch menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz innerhalb einer effektiven Betrugsprävention. Und ich schaffe es zum Schluss, Kosten zu reduzieren, nämlich indem ich durch die Verbesserung der Betrugserkennung Betrugskosten reduziere und auf der anderen Seite auch das Zusammenspiel zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz es mir einfach ermöglicht, meine Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, effizient einzusetzen. So, jetzt ist schon oft von mir das Wort effektive Betrugsprävention gefallen. Gerne möchte ich Ihnen oder Frau Louis wird Ihnen jetzt anhand unseres Verständnisses meinen 5 Schritten vorstellen, was aus unserer Sicht eine effektive Betrugsprävention ist. Lou, wenn du vielleicht magst, uns einmal unser Verständnis gerade einer effektiven Betrugsprävention zusammenzufassen, weil aus unserer Sicht beinhaltet das die effektive Betrugsprävention einfach das Zusammenspiel zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Sehr gerne, Flo. Also, was machen wir denn zuerst? Also, um Betrug zu verhindern, erstmal. Schritt 1 müssen wir quasi für die Betrugsprävention relevanten Datenquelle zu identifizieren. Ja, diese Datenquelle, also bestehen auf so hauptsächlich interne Datenquellen, also 3 Dimensionen. Ja, zum Beispiel bestellungsbezogene Daten, personenbezogene Daten oder Geodaten. Dann müssen wir halt diese ganzen Daten aggregieren, extrahieren in eine bestimmte erforderliche Form und dann in ein Datenmodell integriert werden, ne, so einen Zustand so formatieren. Und das ist quasi für das statistische Modell geeignet ist, später um die betrügerische Transaktion genau zu identifizieren. Also was machen wir denn danach? Also Schritt 2 sagen wir müssen halt, oder wir können diese bestimmte datenanalytische Methoden
auswählen, das ist egal, ob das Decision Tree oder Logistic Regression oder Text Mining und so, genau zu identifizieren und validieren diese versteckende Zusammenhänge. Ja, das bedeutet, und dann diese Ergebnisse von der Datenanalyse müssen natürlich von unseren Fraud-Experten validiert und abgenommen werden, weil nicht jede Anonymität von Datenanalyse ist ein Betrugsfall. Genau. Und natürlich gleichzeitig erfahren wir einen deterministischen Weg. Das bedeutet, die Regel können auch von Erfahrungen und Wissen von Fraud-Experten konsolidiert werden. Und danach im Schritt 3, das bedeutet die Ergebnisse aus Datenanalyse und die Erfahrungswerte im Wissen von Fraud-Experten werden dann zur Erstellung eines Regelwerkes herangezogen werden. Ne? Das Ding für Input für eine Decision Engine. Und was macht denn Decision Engine? Das ist unser Schritt 4. Die Decision Engine identifiziert anhand des Regelwerks also auffällige Transaktionen. Die steuern diese auffällige Transaktion wieder zur manuellen Prüfung. Oder die Maschine, die ist so sicher, oder wir können auch harte Regeln anstellen, zum Beispiel wie eine Blacklisten, das quasi zu einer automatisierten Stornung. Oder durch Whitelisten, ne, von guter Kunden, ne, so, historische Daten, dass wir wissen, dass der Kunde so loyal, jahrelang guter Kunden ist, auch zu automatisierter Freigabe führt. Und danach analysieren den Fraudlisten. Ja, so die Prüfung, die Fälle, was die Maschine noch nicht entscheiden können, und genau zu gucken, ob das Fraudfälle oder nicht. Aber dadurch sollen wir auch natürlich eine Qualitätssicherung Prozesse führen. Das bedeutet, durch unsere QA-Prozesse wir stichprobeweise prüfen, ob die Entscheidung von Menschen richtig ist und gleichzeitig oder die Entscheidung von den Maschinen, von der Regel, ob da Optimierungspotenzial geben soll. Und dann dadurch unsere QA-Prozesse wird quasi diese Ergebnisse von menschlichen Entscheidungen und dann von der Entscheidung von der Maschine wieder zurückgeführt. Das nehmen unser Kalibrierungsprozess zurück zu den Verbesserungen unserer Decision Engine und natürlich auch Verbesserungen bei unserem Datenmodell geführt. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozessschleife. Danke, Lou. Ich glaube, was dadurch einfach deutlich wird, ist, aus unserer Sicht eine effektive Betrugsprävention einfach das Zusammenspiel zwischen dem Menschen und der Maschine notwendig ist und somit es ermöglicht, in Form von Echtzeitbewertung kürzere Durchlaufzeiten zu erzielen, aber auch Automatisierungsprozesse zu generieren und somit effektiv Betrugsprävention zu betreiben. Der Nutzen einer effektiven Betrugsprävention nach unserem Verständnis her bringt einen Nutzen, der aus vier Elementen besteht. Du, wenn ich jetzt Richtung System gucke, was ist so aus deiner Sicht da so der größte Nutzen, der eigentlich da ist? Ja, der große Nutzen, natürlich bekommen Sie eine Bereitstellung für ein Frühwarnungssystem für Betrugsfälle mit Echtzeitbewertung. Mit Regelwerk besteht auch aus menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Und da haben Sie auch die Möglichkeit in Ihr Geschäft genau zu monitoren durch den Reporting. Aber das sehen wir gleich später. In unserem Fraud-Cockpit. Genau, richtig. Super. Ich denke, was auch noch sehr erwähnenswert ist, den Nutzen, den ich dadurch erzielen kann, ist, ich kann natürlich aufgrund der ganzen Daten, die ich hinzuziehe und auch analysiere, gezielte, personalisierte Marketing- und Vertriebsaktivitäten generieren. Heißt, ich habe eventuell einen Wettbewerbsvorteil, weil die Daten, die ich schon habe, die ich durch meine Decision Engine letztendlich führe, die ich durch meine Datenanalyse führe, sehe, wo habe ich loyale Kunden, welches sind die guten Kunden, ich einfach Möglichkeiten habe, durch die Erhöhung der Datenqualität einfach auch die Daten viel gezielter zu nutzen und somit nicht nur eine Erhöhung in der Prozess- und Entscheidungsqualität zu generieren, sondern auch
gezielt Marketing- und Vertriebsaktivitäten loszutreten. Ich glaube, was sicherlich auch etwas ist, was sehr positiv hinzukommt durch das Nutzen einer effektiven Betrugsprävention, ist sicherlich die Konzentration aufs Kerngeschäft, was noch hinzukommt, bis hin zu das Verständnis für Kundenbedürfnisse auch nochmal zu erhöhen, weil ich natürlich ganz anders wahrnehme und spüre, was den Kunden wichtig ist. Blickt man jetzt einmal mal komplett, fasst man das Ganze einmal komplett zusammen und betrachtet jetzt, welche Betrugsarten habe ich, wie verändern sich diese Betrugsarten, wie verstehe ich eine effektive Betrugsprävention, was sind so die Herausforderungen, ist aus unserer Sicht eine effektive Betrugsprävention ausschlaggebend dafür, ob ich Betrug reduzieren kann, Betrugskosten reduzieren kann. Und unsere effektive Betrugsprävention setzt auf das Zusammenspiel aus menschlicher Intelligenz, künstlicher Intelligenz und effektivem Nutzen von Daten. Weil das kontinuierliche Fortschreiten der Digitalisierung und vor allem auch der Technisierung im E-Commerce-Sektor öffnet Betrügern einfach tagtäglich neue Einfallstore. Und jeder Betrugsfall kann erhebliche finanzielle, aber auch rufschädigende Auswirkungen haben. Man mag sich gar nicht ausmalen, nur weil vielleicht beim Einkauf in meinem Shop meine Kreditkartendaten vielleicht missbraucht worden sind, es gleichsetzt, dass ich ein Betrüger bin oder man mir nicht mehr vertrauen kann. Vor diesem Hintergrund ist aus meiner Sicht für Unternehmen unerlässlich, dieser Bedrohung proaktiv entgegenzutreten und ein effektives Fraud-Management-System in ihrer jeweiligen Organisation zu etablieren. Und ich glaube, hierbei ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz und damit die Zusammenführung datengetriebener und technologiegetriebener Ansätze mit dem Faktor Mensch einfach maßgeblich. Die Basis bieten dafür natürlich immer die Daten, die hochskalierbar und immer verfügbar sein müssen. Predictive Analytics sorgt letztendlich für eine frühzeitige Erkennung dieser Betrugsfälle und das kombiniert mit einem dynamischen Lernprozess, also mit Machine Learning, künstliche Intelligenz ermöglicht ein effektives Fraud-Cockpit, eine Echtzeitbewertung durch Fraud-Analysten. Ich glaube, dass das etwas ist, um den Betrügern, auch den organisierten Betrügern, wir wissen nicht, ob man ihnen komplett das Handwerk legen kann, dafür sind, glaube ich, diese Betrüger und Betrugsarten einfach auch sehr kreativ und aktiv. Aber wir schaffen es durch diese effektive Betrugsprävention letztendlich das Betrugsrisiko zu reduzieren. Was, glaube ich, ich sagte es vorhin auch schon kurz, ein großer Vorteil und Benefit sicherlich ist, durch das Nutzen einer effektiven Betrugsprävention, somit auch das Nutzen von Daten, ist einfach, wir bekommen eine 360-Grad-Rundumsicht auf die Kunden noch zusätzlich und können sicherlich Wettbewerbsvorteile in unterschiedlichen Bereichen dann generieren. Aber der Mensch bleibt Schlüsselrolle und ist zum Schluss entscheidend für den Erfolg der Betrugsprävention. Jetzt hat Frau Louis gerade schon gesagt, Echtzeitbewertung, Cockpit ist oft gefallen. Ich möchte ganz gerne auch noch mal einen Blick auf unser Fraud-Cockpit werfen. Das, was wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, ist unser Verständnis einer effektiven Betrugsprävention. Gucken wir noch mal einmal kurz darauf. Unsere Softwarelösung heißt jetzt PIA, steht für menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz. Ist natürlich immer abhängig von der individuellen Voraussetzung und Anforderungen jedes einzelnen Kunden. Aber wir haben drei Möglichkeiten, effektive Betrugsprävention zu betreiben. Auf der einen Seite ein Fraud-Cockpit mit deterministischen Regeln, also Regelwerke aus
aus harten Kriterien und Expertenwissen. Optional kann ich natürlich zusätzlich Ergebnisse der Datenanalyse hinzuziehen. Aber hier sind erstmal keine historischen Daten erforderlich. Ich habe die Möglichkeit, Regelwerke sowohl aus harten Kriterien als auch einem Scoring-Modell, mit dem zusätzliche Wahrscheinlichkeiten von Fraud-Risiken berechnet werden, hinzuzuziehen. Dafür sind historische Daten erforderlich. Aus unseren Erfahrungswerten ist unsere Empfehlung, alles mehr als 12.500 Orders pro Jahr beziehungsweise weniger als 65.000 Orders pro Jahr, macht es Sinn, eines dieser beiden Module oder Herangehensweisen heranzuziehen und zu nutzen. Wenn wir jetzt über wirklich ein Fraud Cockpit, eine Lösung mit künstlicher Intelligenz sprechen, ja, und einer frühzeitigen Erkennung, einer maschinellen Erkennung, ja, eines Echtzeitwarnsystems, muss man natürlich immer berücksichtigen, dass Kosten und Nutzen oder Aufwand im Verhältnis stehen, macht es aus unserer Sicht ja nicht nur Sinn, sondern unerlässlich, ja, ab einem Volumen, Ordersvolumen von mehr als 65.000 künstliche Intelligenz mit hinzuzuziehen. Dort sind natürlich große Datenmengen und gute Datenqualität erforderlich. Man muss sich das immer so vorstellen, ein Fraud Agent, ein Fraud Analyst schafft im Jahr ungefähr 12.500 Orders, nicht mehr. Man sagt ungefähr, ich glaube, 60 Orders pro Tag, Lou. Ein Fraud Analyst in einer kompletten Auslastung. Also wenn es darum geht, einen eigenen Fraud Analysten einzustellen, der nur Betrugsfälle manuell überprüft und keine anderen Aufgaben hat, dann müssen es mindestens 12.500 Orders sein pro Jahr. Erfahrungswerte unsererseits. Alles, was kleiner als 12.500 Orders pro Jahr ist, entweder es selber zu machen und andere Aufgaben noch zu geben, also sprich eventuell in der Finanzbuchhaltung, Debitoren, Kreditorenmanagement noch mitarbeiten zu lassen. Oder aber diese Form der Betrugsprävention an externe Dienstleister letztendlich auszulagern. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz einmal auf unser Cockpit schauen, Lou. Vielleicht kannst du einmal einen Einblick geben in unser Cockpit, wie sowas aussieht. Sehr gerne, danke Flo. Also der erste, glaube ich, den Screenshot, Sie gerade sehen, ist unser Regelwert, unser Rule Engine. Ja, da kann man bestimmt auch harte Regeln anstellen. Ja, zum Beispiel, ich werde in Italien bei bestimmter Postleitzahl, ja, weil das auffällig ist, ab Warenkorb 500 Euro zu manuell Betrugsprüfung gesteuert werden. Das ist zum Beispiel eine Grayliste. Na, natürlich in dieser Regelwerk gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel sofort zu blacklisten oder whitelisten. Dann kann man auch Velocity Check machen. Ja, zum Beispiel, ja, ich werde innerhalb von 48 Stunden in Frankreich, das sind wie dritte Orders, ja, eine dritte teure Küchenmaschine rankommt, dann würde das geprüft werden. Genau, das ist erstmal unsere Rule Engine. Ja. Genau, da ist eine detaillierte Ansicht von unserer manuellen Betrugsprüfung. Ja, wir haben das so konzeptioniert, also auch wirklich aus der Erfahrung von den Fraud Agents, die 13, 14 Jahren die manuelle Betrugsprüfung machen. Wir haben das so konzeptioniert, dass es so einfach wie möglich, also alle Informationen, relevante Daten, die zur Entscheidung treffen brauchen für einen Fraud Agent, das ist alles ein Blick zu schaffen. Ne, das habe ich auch vorher erwähnt, diese drei Datendimensionen, ne, zur Bestellung gehörte Daten wie Zahlart, wie Warenkorb und persönliche bezogene Daten, Namen, Lieferadresse, Rechnungsadresse, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer und Co. Und dann natürlich Geodaten. Ja, so diese Adresse auch mit Google Map und so und vielleicht auch Entfernung dazwischen. Ja, ob ich aus Hannover hier was bestellen lasse, es in München liefern.
Na, das, und dann genau das, glaube ich, die kleine ist halt diese Screenshot ist halt diese Entscheidungskriterien. Ne? Dann kann ich anhand meiner Prüfung kann ich entscheiden treffen. Dann kann ich bestimmte Merkmale da genau notieren. Dann würde ich sagen, ja, nächstes Mal, wenn diese Order in diese Lieferadresse ankommt, weil zum Beispiel diese die Nachbarn von den Gebäude halt nicht bezahlt haben, die Rechnung, das bitte nur per sicherer Zahlart zu bezahlen. Ja, bitte nur per Kreditkarte oder PayPal, nicht Kauf auf Rechnung oder Lastschrift, wenn man das anbietet. Ja, da gibt es bestimmte Merkmale, da man da auch Greylisten, Blacklisten, Whitelisten kann. Das ist ein Teil von den manuellen Prozessen. Und hier ist nochmal ein kurzer Überblick von unserem Reporting. Natürlich, wir sollen auch mal einen Überblick behalten, also wie läuft gerade mein Fraud, Betrugspräventionsgeschäft? Ist mein Geschäft ein gesundes Geschäft? Habe ich zu viele Orders in letzter Zeit storniert? Wissen wir überhaupt, dass wir gestornierte Order, die sind wirklich Betrüger oder haben die Fraud Agents auch einen Fehler gemacht? Wie funktioniert mein Regelwerk? Funktioniert mein Regelwerk optimal? Gibt es welche Optimierungspotenzial für ein Regelwerk? Zum Beispiel bei bestimmten Regelwerk, wenn ich sehe, dass zu 100% die Freigabequote führt. Ja, das bedeutet, nach diesen Regeln soll ich gar nicht manuelle Prüfung, wenn die Entscheidung alles richtig ist. Da, wie schaffen wir diese Transparenz durch unser Reporting? Genau, hier ist genau nochmal zu unserer Qualität. Das habe ich gerade auch erwähnt. Also wie ist unsere Accuracy? Wie richtig treffen unsere Entscheidungen? Und gleichzeitig, was sind die Chargeback-Quote? Ja, was sind die sogenannten, also die Leakages, die Betrugsfälle, wir dadurch nicht gefangen haben? Okay, vielen Dank, Lou. Dieses Cockpit ist letztendlich über alle drei Module aus unserer Sicht abbildbar. Und ja, damit bin ich auch am Ende. Nun würde mich im ersten Step schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit begrüßen, möchte noch einen Hinweis geben. Herr Hüppe, ich weiß nicht, ob wir das auch über Niedersachsen digital zur Verfügung stellen wollen. Es gibt ein White Paper von uns zur Betrugsprävention im Onlinehandel. Was nochmal sehr detailliert und ausführlich beschrieben ist, müssen wir uns nochmal abstimmen. Ansonsten ist das auch über unsere Website zu beziehen oder kurze Mail an uns und wir verschicken gerne das White Paper auch nochmal. Aber das wäre es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank und ja, Herr Hüppe, ich würde jetzt wieder an Sie abgeben und meine Präsentation beenden. Ja, besten Dank, Herr Toussaint, besten Dank, Frau Liu. Danke spannende auch. Einblicke. Ich glaube, wir haben gut nachvollziehen können, dass das eine Wahnsinnsbandbreite dann auch ist. Ein von bis, wenn man sich überlegt, wie große Umfänge das dann auch bekommen kann. Also ich habe da sofort natürlich große Online-Händler im Kopf, für die das dann auch mit einzelnen Fraud-Experten passt, die dann das hauptberuflich dann quasi 7 Tage die Woche machen müssen, 24 Stunden möchte man fast meinen. Ich habe ein bisschen im Kopf, was Herr Grimme sagte, welche Schäden bei ihm nachdrücklich hängen geblieben sind und wie das damals gelaufen ist. Und da würde ich ganz gerne gleich mal im Rahmen des Open Mic nochmal drauf eingehen, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, wie man solche Fälle dann eben vielleicht auch über so ein Fraud Management abfangen kann. Vielleicht können wir darüber gleich nochmal drüber reden. Ich sage ganz lieben Dank, Herr Toussaint, bisher an dieser Stelle.